So stellen Sie eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk mithilfe von Wi-Fi Protected Setup her. Bei Druckern mit einer Wireless-Taste drücken und halten Sie diese für 3 Sekunden, bis die Wireless-Leuchte zu blinken beginnt. Wenn Ihr Drucker über keine Wireless-Taste, jedoch über ein Bedienfeld verfügt, navigieren Sie zu Netzwerkeinstellungen oder Wireless-Einstellungen. Wählen Sie Wi-Fi Protected Setup, dann Push-Taste und dann Start. Innerhalb von 2 Minuten müssen Sie die VPS-Taste am Router 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die VPS-Leuchte blinkt. Es kann einige Minuten dauern, bis der Drucker eine Verbindung zum Router hergestellt hat. Sobald die drahtlose Verbindung hergestellt ist, hört die Wireless-Leuchte auf Ihrem Drucker auf zu blinken, oder auf dem Bedienfeld wird eine Meldung angezeigt. Weitere Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie in unserem Video. So verbinden Sie einen HP-Drucker mit einem Drahtlosnetzwerk mit Wi-Fi Protected Setup.